Greetings, my fellow LEGO fans. Welcome back to my channel. In a few seconds I'll be turning a live stream and yeah, we'll be talking about Switzerland and Austria and some other topics that may pop into our minds. And of course each one of us will be building a nice set during the stream. And yeah, I'm going to build the lighthouse. LEGO set 31051, and yeah, lighthouses are always cool, and I love the Wacka. And yeah, so I think I'll show you then a bit of a speed up of the live stream maybe from the building, and I also have another cam running, so the speed build is documented in better quality, and yeah, we'll see how this turns out, and yeah, see you then. Liebe Steinefreunde, willkommen beim Steinemeister aus dem Herzen der Schweiz, aus dem wunderschönen Städtchen Zofingen. Und heute das letzte Mal unter Building Bricks for Happiness, ein Livestream. Und natürlich, ihr hört es ja in der Stimme mit Dialekt. Und ich gehe gleich zum nächsten Kollegen. Ja, grüezi miteinander. Ja, ich bin Minimal Bricks, also ich bin Raimund vom YouTube-Kanal Minimal Bricks. Hallo, ich bin der Martin. Auf YouTube treibe ich mich herum als MC The Austrian Brick Fan. Und das ist der Holger. Den kennen natürlich Hallo. Alle. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr großartig sagen, wer ich bin und was ich mache. Kanal Austrian Lego Fan bzw. Harvey Bricks. Also auch einmal ein Hallo von mir. Mich kennt man, glaube ich, auch schon, der Flo von dem Kanal Die Baumeister, einem Familienkanal mit meinen zwei Kiddies. Und der Epic, schön bist du da, weil. Du kannst das selber erklären noch. Ja, ich kam heute nach Hause. Ich hatte da ein bisschen OP. Ich bin eher passiv. Ich rede mit und so, aber ich baue nichts, geht nicht. Ja. Ganz am Anfang möchte ich mit euch ein bisschen diskutieren, so die Unterschiede zwischen Österreichisch und Schweizerisch. Gebäude, das Minimalistische haben wir schon fertig. Wirklich das netteste Detail finde ich tatsächlich die Schienen oben auf der Dachkonstruktion, diese Achterbahnschienen. Aber ansonsten muss man, glaube ich, dieses Teil, weiß ich nicht, 3 bis 4 Mal haben, um da vernünftiges Flughafengebäude draus zu bauen. Dann ist dieses Transportfahrzeug dabei, das dann so hochstellen, oh, um es danach ins Flugzeug reinzuladen. Aber das kann ich natürlich noch nicht zeigen. Ich zeige das noch kurz, weil danach gefragt wurde. Es ist noch nicht fertig. Das Ganze wird noch gefliest. Ja, ich habe aus 2 Hidden Side Leuchtturmsets einen Leuchtturm gebaut. Ich habe hier den Steg vergrößert. Ich habe den Felsen langgezogen sozusagen und hier so eine Plattform gebaut. Passt. Ja, dann danke ich allen, ja, die mich auf irgendeine Weise unterstützen. Wirklich, es war der Hammer, wie viele Glückwünsche kamen. Also, ich wünsche allen Schweizer einen schönen Tag. Das ist meine echte Stimme. Ist mir gleich, wenn ihr nichts versteht. Ist mir jetzt wirklich, ich gehe jetzt geschlafen. Ciao. Schlaf gut. Und einen schönen gut, Abend ja. Euch. Genießt den Stream noch und den Chat. Was baut denn der Martin eigentlich? Ich mache auch einen Leuchtturm.
Da hinten kann man das halt eben aufklappen. Da ist allerdings das Sperre. Jetzt gerade geht es nicht auf. Da ist zwar kleiner Technik. Einmal, zweimal, zwei Dings. Und dann kann man das sperren. Und dann kann ich mit dem Teil da ranfahren. Und dann kannst du halt eben mit dem Auto da reinfahren. Fahren relativ, ne, du kannst es da reinstellen. Ansonsten haben wir halt eben die Standardfunktion, die wir von den älteren City-Flugzeugen ja auch schon kennen, dass man die Tür so aufschwenken kann. Oh. So anders, wo du eigentlich geglaubt hast, dass er liegen müsste. Holger, du sollst nicht immer beim Bus von Lego bauen. Ich zeige es auf jeden Fall mal nach von vorne. Das gefällt mir ganz gut und es gefällt mir jetzt auch besser als die Insel. Ja. Und so das Einzige, was ich komme jetzt nicht mehr da rein, oder? Also man kann zwar da diese eine Platte da, das kann man noch entfernen, aber sonst ist irgendwie so das Innere so zugebaut. Sonst, das ist wirklich ein cooles Schiff. Also ein Klassiker. Ich wollte nur herzeigen, wie weit ich gekommen bin, die Einzelteile jeweils. Also wirklich weit bin ich nicht gekommen, aber was ich bis jetzt habe, das gefällt mir schon. Typisch Minecraft halt. Wird dann zweistöckig, halt kommt dann oben drauf und so weiter. Also es gefällt mir richtig gut. So soll es fertig auch schon, ich bin leider nicht fertig geworden. Ich habe ja dieses aufgebaut, aber das zeige ich jetzt nur so, wie weit dass ich gekommen bin. Ich habe den Fehler gesehen. Ja, ich bin da sehr langsam, ich bin richtig ein Berner, wenn ich da, aber ich wollte in die Kommentare und dann schnell rein und euch und so weiter. Schön. Also, hier ist das schöne Teil, inklusive Licht, immer gut. Ja, inklusive, ja, ja. Da tut sich was. Und was ich auch besonders gut finde, als Highlight, ein Orca. Oh ja. Den habe ich besonders gern. Und was noch echt gut ist, es ist ein bisschen wie die Modulars aufgebaut. Man kann die einzelnen Etagen abnehmen und auch hier das Dach. Und dann kann man ein bisschen herum variieren. Cool. Also, je nachdem, wenn das Regal zu niedrig ist, macht man halt niedrigere Turm. Ne? Auch ja, was für kleine Zimmer. Und es ist ja jetzt schon nach 11 und da denke ich, kann ich jetzt noch ein Whisk nehmen, weil ich möchte mit euch noch anprosten auf Build a Brick for Happiness. Und ich möchte anstoßen auf euch, auf eure Runde. Es war super mit euch. Es war eine tolle Zeit. Eine tolle Zeit, auch die, die jetzt noch geblieben sind. 84 Personen sind immer noch da. Ich finde das so super. Ihr seid die beste Community, wo man sich vorstellen kann. Ich habe mich so gefreut, dass ich da dabei sein durfte und auch mit euch so eine tolle Zeit erleben konnte. Danke vielmals. Jetzt euer Schlusswort. Dankeschön wieder auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte und auch generell ein Dankeschön, dass ich da Teil sein durfte von Building Bricks for Happiness. Es war mir auf jeden Fall schon mal eine Freude, in diesem Livestream mitmachen zu dürfen. Ich muss sagen, ich habe wirklich Spaß daran gefunden. Danke auch an Henry von der Klemm Baustein Lyrik, sollte man nicht vergessen, Initiator dieser wunderbaren Reihe. Prost auf euch alle. Ja, was soll ich sagen? Es war lustig wieder mal, wie eigentlich immer. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund Dialekte Talk, das hat mir eigentlich von vornherein getaugt. Prost. Ich danke dir für die Einladung. Wir haben es im Building Bricks for Happiness noch geschafft, dass wir gemeinsam was machen konnten. Machen sicher wieder was in Zukunft gemeinsam. Hoffe ich halt. Ja. Eigentlich ein trauriges Auge, dass Building Bricks for Happiness zu Ende geht, aber auch, wir können es auch positiv sehen, somit auch, dass Corona immer mehr und mehr verschwindet oder zurückgeht. Wie man Schweizer immer sagt, wenn man am Schluss ist, sagt man also. Und dann hört man auch, der Lego-Virus hat uns alle überwandt und wir sind jetzt müde und gehen schlafen. Also. Tschüss zusammen. Vier Tage. Guten Abend. Guten Abend. Tschüss. Yeah, my friends. The stream just ended. And yeah, I think it was a rather successful stream. I was part of it. Awesome. The set is built. As you can see, here's a little, I guess, seagull. And yeah, here you have the rest of the lighthouse. And of course, the lighthouse also has light. And, yeah.
this little porch here with this lighthouse keeper and his daughter who's fishing or feeding this little orca, maybe freely. He's so cool. A really awesome brick built animal. Just have a look at it. So sweet. The pink tongue. Yeah. And the tail. Great. And yeah. What's also really cool about this set is, so just take it up here. Ah, now you can see it in total. Here. Lighthouse. Of course. You can close the house. That's always great. When you have something that's a nice build in itself, and then you can simply open something. And then you have the little inside. And yeah, here's a little, don't know, table, stool, don't know. Here a little board with two cups. So I can sit better. And yeah, that's really cool. I love it when something is built like that. And what's also cool, you may see that it's a bit wobbly, but there's a reason for that. Nearly every piece is removable, and you could put it into another place. You could move the lighthouse a bit further, move this, and then I don't move every pin now. You can make it a bit wider, for example. So the layout is pretty versatile. So, and what's also really nice is, and that's also shown in the instructions, you can put the pieces together in a different way, as the complete set is built up like, for example, the modulars, where you can remove the floors separately. And that's something you can also do with this lighthouse. For example, you can take off this rooftop and maybe take the tower over here and put the rooftop on here. So you have a little tower on the side and this one here. Or can also go and simply put only this one here, and this one there. So yeah, you can swap everything around as you like it, and yeah, I think that's really great. So it's a great play feature, and if you just want to put it on a shelf for display, you can also swap it around a bit. For example, if the tower is just too high for your shelves, you put it together in a slightly different way, and you can reduce the height, make it a bit wider, for example, and it may fit in your shelf. So yeah, a really awesome build. I love it. The stream was fun. I learned a lot of things. I hope I can at least keep a few of them. So much info. And I'm pretty sure that won't be the last stream I was in. We all will stay in contact. If you ever get the chance to make a stream with others with the same interest as you, do it. It's awesome. And you'll learn to know a lot of new people. So I think now I'll finish this video. So if you like this video and want to see more, you could simply subscribe to my channel. Would be really awesome.
And yeah, if you don't want to miss anything, hit the bell button. A little ring ring will come to you and tell you, ooh, there's a new video from MC. And yeah, anything else? No, I think that's it. So, hope to see you in the next one. Bye bye.